didn't even get to run. Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22. Die letzte ist schon wieder ein ganzes Ende was her. Das ist allerdings richtig. Liegt natürlich daran, dass ich ganz lange nichts gefunden habe, wo ich mir so dachte, ja, das könnte interessant sein. Jetzt schauen wir uns mal genauer an. Hab dann über die Zeit doch ein bisschen was zusammengetragen und siehe da, wir sind hier, wir gucken nach. Das wird toll. Und zwar starten wir bei Autos. Da muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Und zwar haben wir den Apache Fleet Site von 1958. Finde ich, ist ein schöner amerikanischer Farm-Pickup-Truck. Ne? So schön oldschool. Ich mag die Optik eigentlich von dem Teil. Und der kann echt viel. Ne? Hier haben wir sehr, sehr viel Konfiguriermöglichkeiten an der Seite. Wir haben immer Reifenhersteller Lizard und wir haben Michelin. Und der eine oder andere weiß schon, wo die Reise ungefähr hingeht, oder? So, wir haben bei Lizard Reifenvariante, Standard. Dann können wir das Ding erstmal nach unten drücken. Na? Oder wir können hier Offroad-Reifen aufbauen. Und dann jetzt in die andere Richtung. Na, also alleine diese Konfiguriermöglichkeiten nur bei Lizard-Reifen ist schon der Hammer. So, Michelin Offroad, noch höheren Offroad und noch höher. Na, also wir haben hier drei verschiedene Offroad-Varianten bei Michelin. Sehr, sehr grobstollig. Aber ist cool, ist halt mal wieder was anderes, ne? Wie die Standarddinger und so. Reifendesign heißt, wir können hier die Felgen nochmal ändern. Und da finde ich, sind auch sehr, sehr viele im Repertoire enthalten. Ne, die sind halt unabhängig von der Reifenmarke. Hast halt hier diese Felgen. Und dann können wir hier noch so Chromkappen aufmachen. Wenn man denn jetzt zum Beispiel, warte mal, wir machen die nochmal weg. Die Stino Stahlfelge, die hier, guck mal, da würde das ja perfekt dazu passen. Ne? Und wenn du das Ding jetzt, sag mal, hier komplett auf den Boden wirfst oder so, ne, sieht halt auch cool aus. Ist halt richtiger Retro-Style. Alles an diesem Leiterrahmen dran, finde ich mega cool. Wir machen mal Michelin, wir lassen mal auf normale Offroad. So, dann haben wir hier, wie gesagt, verschiedene Felgen. Wir machen die Kappen mal wieder ab. Weil ich muss sagen, ich finde diesen Felgenstil auch gar nicht so verkehrt. Ne, passend zu der Bereifung. So, Scheibentönen. Immer ohne, immer ein bisschen, noch ein bisschen mehr und richtig schwarz. Finde ich mega. Steigbügel haben wir hier immer kleine Trittstufen. Oder wir können hier immer die großen ranmachen. Ist mit Riffelblech. Ne, oder wir bauen die wieder weg. Der hat sehr, sehr viele Konfiguriermöglichkeiten. Ich habe wirklich gestaunt. Dann können wir hier einen Frontschutzbügel ranbauen und noch so ein massiveres Gerät oder wegbauen. Ich muss sagen, bei den Dingern braucht man sowas? Wir machen mal ohne. Ne? Die Möglichkeit ist da, aber wir machen mal ohne. Dachleuchten sägt da schon eher. Na? So, Anhängerkupplung. Haben wir normalerweise hier, ne? Ohne. Dann können wir hier eine Kugel ranbauen. Dann können wir Karosserie einen Ballenwagen draus machen. Schutzleiste, ja, komm, das heißt halt so, ne? Hier, tja, weiß ich nicht. Ist sehr modern, ne? Bei so einem alten Pickup, glaube ich, sägt so ein Bügel nicht. Mein Auto hat sowas, aber ich glaube, sowas passt hier eher dazu, oder? Guck mal. Hier so ein Holzrahmen finde ich mega bei dem Ding. Ist halt voll so ein, na, wie aus den Filmen früher, ne? Hinten mit so einem Strohball drauf, dann vielleicht, wie sägt da eins wie Hühner, die sich da drin verstecken beim Wegfahren und so. Ja. So, warte mal, was haben wir hier noch? Okay, genau. Na, wir haben hier immer ohne, immer mit Bügel und immer mit diese Holzrahmenumplankung. So, dann können wir hier Schwanenhalskupplung noch aufbauen. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Na, wenn der eine oder andere Anhänger dafür hat, dann ist es dafür recht praktisch. So, Narbenfarbe. Da kannst du hier wirklich nur die Radnarbe umfärben. Finde ich mega. Hauptfarbe. Das ist ja eine schöne große Farbpalette, ne? Auch mit so Retro-Farbtönen finde ich eigentlich ganz cool. Ja, komm, wir machen das hier mal auf schwarz und fertig. Wobei, rostfreier Stahl, das macht richtig viel aus. So ein Mini-Detail, aber ist cool. Optisch auf jeden Fall. Designfarbe, schauen wir mal. Was hat sich denn jetzt verändert? Ich habe gerade nicht gesehen. Je nachdem, was man denn wahrscheinlich anbaut. Lassen wir mal.
Scheinwerfer, Projektoren. Jetzt passt mal auf. Ja, wenn wir das hier in weiß machen, dann kriegt der Gerät Angel Eyes. Finde ich mega cool. Du kannst halt hier auch, ne, in Rot und in Blau und die ganze Farbpalette durch. Aber weiß ist okay. Na, so ein bisschen neumodern in so ein Oldschool-Fahrzeug passt schon. Unterbodenbeleuchtung, da muss ich wirklich zweimal hingucken, aber ja, kannst du anbauen. Komm, wir nehmen mal die rote. Ja, nur zu Demonstrationszwecken. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber guck mal, Felgenfarbe kannst du hier einen schönen rostfreien Stahl. Das sieht schon echt nicht schlecht aus, also, ne? So, und guck mal, der ist nicht teuer. Der hat 160 PS, fährt 100 km/h schnell und kostet 35.400. Ist jetzt nicht unbedingt teuer. Je nachdem, welche Variante man sich da zusammenbaut, ne, kann der Preis ein bisschen variieren. Aber finde ich cool, das Teil. Gucken wir mal, was steht da. Jetzt haben wir vielleicht nicht die perfekte oder beste Farbe genommen für die Textur, weil die ist jetzt nicht so der Ultrahammer. Wenn ich mir hier so die Chrom-Geschichte an der Seite angucke. Also man kann lesen, was da steht. Aber ja nun. Also ich kann drüber hinwegsehen. Den eben oder anderen würde das wahrscheinlich stören. Also texturentechnisch, ne? Kein Meisterwerk. Aber wenn man weiter weg steht, auf jeden Fall vertretbar. Kommt wahrscheinlich auch auf die Farbe an, was man hier so rufmalt. Ne? Nimmst du irgendwas Dunkles? Ich glaube, dann fällt es ja nicht mehr so auf. Aber so ansonsten, guck mal hier, sehr hoher Detailgrad an den Dingen. Felgenräder. Wobei, na, die Gummireifentextur ist so, naja. Ne? Hat aber einen Motor mit. Ach, guck mal, richtig mit Kardanwelle auf dem Leiterrahmen. Alles hier wunderbar. Hinterachse mit Federspiegel. Differential. Blattfeder. Eine Blattfeder hat er. Naja. Nö, ist aber okay. Finde ich voll coole Teil. Mit Rückleuchten und kleine Kettchen an den Scharnieren hinten. Na. Ja. Wir steigen mal ein. Also von innen ist der mega schön. Ne, zweifarbig abgesteppte Sitzbank hier. Schwarz und beige. Armaturenbrett zieht sich das genauso durch. Ich finde den vom Tacho auch sehr schön. Also vom Innenraum gefällt er mir sehr gut. Da ich eh so gut wie nie eine Innenansicht fahre. Ja, Spiegel funktionieren allerdings auch. Das ist auch sehr schön. Ne, alle drei. Hinten hast du ein Brett vor. Siehst du ja nicht. Ist ja klar. Wollen wir mal starten? Naja, typischer Sound, ne? Hupe. So. Abblender, Scheinwerfer. Na, und wenn wir nochmal volle Montur machen, dann geht die Unterbodenbeleuchtung an, dann nehmen die Dachleuchten an. Innenraumbeleuchtung hat er auch. Na. So. Die Rückleuchten finde ich sehr schön. Die sind cool gemacht. Mit Blinker. Bremse. Alle da. Rückfahrscheinwerfer, den brauchen wir in Amerika nicht. Na? Also ich finde den so von der Form an sich geil. Blinker sind da vorne extra drinne. So. Der fährt doch an sich recht gut. Wir haben Spanngurte. Wir können hinten öffnen. Und wir können die Motorhaube aufmachen. Finde ich sehr, sehr schön. So mit wackelndem Motor. Dann können wir noch die Beifahrertür und die Fahrertür aufmachen. Dann kannst du ja wunderschön in den Innenraum reinschauen. Also ich finde, vom Detailgrad ist der echt nicht schlecht. Mit den ganzen Konfiguriermöglichkeiten. Das ist ein super Fahrzeug. Ne? Und der ist halt nicht teuer. Und den gibt es im Giants Mod Hub für alle Plattformen. Und zwar schon eine ganze Weile. Ne, also wer da Interesse hat, der ist für alle. Das ist wunderbar. Hast du nicht oft, gerade so ein schönes Modell. Dafür umso schöner, dass er wirklich für jeden zu haben ist. Gefällt mir. Wie gesagt, wie der Ding heißt, steht in der Videobeschreibung. Wo ihr den findet, kennt er ja. So. Dann schauen wir mal weiter. Und zwar bei Ballentransport habe ich was gefunden, wo ich mir so dachte, hoch, Mensch,
Na, wenn wir schon mal bei Retro sind, könnte ja einigermaßen passen. Und zwar habe ich diese Autoload-Anhänger gefunden. Und in der Mod sind drei verschiedene enthalten. Da ist es hier unten in dem Menü nicht so ganz aussagekräftig mit den Ballen. Guck mal, wir haben hier eben mal 6 bis 92 Ballen, 125 bis 180er Rundballen. Dann kann er hier 180 bis 240 Quaderballen, der kann nur 120 bis 240, ne? Also hier ändern sich irgendwie die Ballengrößen und hier steht auch Rundballen, Quaderballen und kleine Ballen. So, wem das so unübersichtlich ist, könnt ihr in den Anhänger reingehen und dann habt ihr hier bei Autoload die Möglichkeit 10x Runde 125er oder 10x Runde 150er, ne? Also der Autoload-Ballenanhänger kann Rundballen. 125er, 150er. So, die zweite Variante kann 8x 180er Quaderballen oder 8x 240er oder 220er. Ne? Also der ist nur für Quaderballen oder der kann auch 92 HD-Ballen. Na? Also der ist hier nur für Quaderballen. Und der Kollege hier, der kann nur HD-Ballen. Also 92 Quaderballen, die kleinen, ne? Und wie gesagt, der hier ist für Rundballen, nicht, Entschuldigung, der ist für Quaderballen. Steht doch alles immer da, ne? Bei Autoload muss man dann halt nur wählen, was man haben will. Und der ist halt für Rundballen. So. Komm, wir gucken uns den hier einfach mal an. Wir machen mal hier 10x, aber 10 Stück ist schon ordentlich. Da müssen wir mal gleich gucken, wie sich denn das verteilt auf dem Ding hier. Design mit Aufkleber. Was wird denn hier aufgeklebt? Geschwindigkeitsaufkleber, klar. Nehmen wir mit. Ist ja übersichtlich, ne? Ich finde aber das Fahrgestell an sich nicht schlecht, weil mehr ist es ja nicht. Das ist ein Fahrgestell mit der Platte, ohne Seitenwände, ohne alles. Ne? Ein bisschen Licht, bisschen Kabel, vier Räder, Federung, fertig. Hauptfarbe. Dann haben wir die ganz normale Farbmischpalette. Hier ist jetzt nicht aufregend, aber ist auf jeden Fall schön individuell gestaltbar, die Geschichte. Wir machen mal hier Rostrot. Felgenfarbe machen wir mal in Beige und dann finde ich, ist es ein wunderschöner Retro-Anhänger, Ballen-Autoload-Anhänger. Na, der kann 10 Rundballen haben wir hier, 150er Größe und kostet keine 10.000 Euro. Na, 7.100 ist voll okay. Den gucken wir uns mal an. Und wie gesagt, die anderen ist dann halt so, ne? Konfigurieren-Möglichkeiten. Warte mal, wir könnten eventuell hier mal gucken, wie er die Achte darauf packt. Machen wir den, was weiß ich, meinetwegen in so ein Grün hier. Doch. Designfarbe. Dunkles Blau. Nee, oder wir lassen ihn in Grau. Und Felgenfarbe in Weiß, meinetwegen. Ne? Kostet genau das gleiche. Und ihr könnt mir vorstellen, wenn wir den jetzt nehmen ohne Autoload, dann kann der. Nö, doch, der kann mit Spanngurte. Das ist ja der Hammer. Wir brauchen dafür einen Traktor. So, passend dazu haben wir einfach mal den Volvo aus dem Platinum-DLC genommen hier. Und jetzt müsste ich mal gucken, der graue war für Quaderballen. Ich habe mal hier 10 Rundballen und 8 Quaderballen gestellt. Mal gucken, wie er die da aufstapelt. Auf jeden Fall wird hier mit Luftdruck angekoppelt. Warte mal. Das ist ja aber mega geil. Das liegt jetzt aber nicht an dem Traktor, oder? Das liegt an dem Anhänger. Boah, das holt mich ja total ab. Ich brauche sowas. Wahnsinn. So, was haben wir denn für Funktionen? Autoload-Modus wechseln easy. Warte mal. Pro easy Arbeitsstellung. Ja, wir können Spanngurt dran machen. Wir machen mal auf Arbeitsstellung. Und dann fahren wir mal hier vorbei. Ihr könnt mir vorstellen, der macht eine Doppellage, ne? Hallo? Oh. Oh, ist aber zackig. Also sehr, sehr empfindlich. Ich spiele hier also mit Controller am Computer. Sehr, sehr zackig. Ah, da sehe ich aber bald Probleme beim Stapeln. Warte mal, Transportmodus. Ballen entladen. So. Spanngurte rum. Also ich meine, er hat die dabei. Das ist ja okay. Aber da kannst du keine Miete mitpacken. Ja, schwierig. Gut, haben wir das auf jeden Fall schon mal erklärt.
Die passen auf jeden Fall ruf. Ich finde den An- und Abkoppelsound mit der Luftdruckbremse mega. Pass mal auf. War schon ein bisschen cool. Also auf Easy hat er nicht gemacht. Man musste auf Pro umschalten und dann hat er die genommen. So, da. Oh. Ist ja der Hammer. Und das liegt nicht am Traktor, das weiß ich. Weil, ne, hat er vorher nicht gemacht. Arbeitsmodus. Wir schalten um auf Pro und dann gucken wir mal, wie er hier die 8 Ballen drauf schmeißt. Also auf jeden Fall schmeißt er sie um, aber nicht rauf. So, nimm ihn doch. Na, der lässt ja schon viel Luft dazwischen, ne? Ah, wobei, wird es okay. Kannst dann auch keine Miete wieder mitpacken. Aber zum Abtransport, dafür geht es schon. So, angoten und dann kann es losgehen. Finde ich aber trotzdem, wenn man so einen kleinen Bauernhof hat mit so ein paar Ballen zum Abtransport, vielleicht will man die dann auch runternehmen oder gleich irgendwo einlagern oder was weiß ich was. Dafür ist es schon okay. Ne, kannst jetzt zwei hintereinander hängen, ist wie so ein HW80. Finde ich mega. Ist eigentlich ganz cool, die gefällt mir. Was mir am meisten gefällt, ist eigentlich das hier. Haha, warte mal. Das möchte ich mal probieren, ob das mit einem anderen Traktor oder der Original im Spiel jetzt auch funktioniert oder ob das jetzt wirklich am Volvo liegt, was ich mir nicht vorstellen kann. So, das probieren wir mal mit dem Arion. Wenn das hier genauso zischt, dann ist das auf jeden Fall vom Anhänger selber. Was ist geil. Ihr könnt die ganze Zeit die Luftdruck, die Druckluft runterfummeln. Das ist ja der absolute Knaller. Mega. Das gefällt mir. So, das Ding ist, diese Ballenanhänger habe ich im modhub.us gefunden. Also leider nicht im Giants Modhub. Bedeutet leider nicht für Konsole, sondern nur für PC. Das ist halt wieder die Krux an der Sache. Wobei irgendwie die 6-Rad-Bolzen hier, das ist ja bald... Na, ist egal. Auf jeden Fall sind die Anhänger an sich sehr schön. Auch von der Textur sind die eigentlich voll klar, oder? Guck mal hier mit dem Fahrgestell und alles... Schläuche, alles dran mit Feder für die Deichsel, ne, hier mit Blattfedern und Druckspeicher, alles da. Also ich bin sehr begeistert davon. Ich habe die mir vorher noch nicht angeguckt, ich habe die schon Ewigkeiten im Mod-Ordner, aber ja, das erste Mal mit euch gerade hier Probe fahren und für gut befunden, definitiv. Die Beleuchtung haben wir uns jetzt nicht angeguckt, aber wenn selbst die Druckluftschläuche funktionieren, dann wird es bei dem Licht keine Probleme geben. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, leider nicht für Konsole, nur für PC. Wo ihr das findet, wie das heißt, Videobeschreibung. Okay, dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Und zwar gehen wir in die LKWs. Da wurde mir in den Kommentaren geraten, Mensch, schau dir doch mal in der nächsten Mod-Vorstellung eventuell den großen Mercedes Arox SLT Schwertransport LKW als Zugmaschine an. Mit sehr, sehr viel Konfigurierungsmöglichkeiten und das stimmt. Guck dir diesen Brecher doch mal an. Das ist der absolute Oberknaller. Ein Riesenviech. Ne, also, oh, wenn du hier hinten rin guckst, das sieht aus wie so eine fette Ölraffinerie, ne? Mit den ganzen Sonderaufbauten, die da unten nicht hinpassen, weil alles voll ist mit Motor und die Triebe und Achsen. Ne, die Tanks und das alles, Luftdruckanlage. Das muss halt hinter das Fahrerhaus wandern, weil... Ne? Das Ding ist voll mit Achsen, das muss irgendwie angetrieben werden. Deswegen sehen die Schwertlasttransporte immer so aus, weil der Kraftstofftank und alles, ne, das ist halt hier oben. Dann haben sie wahrscheinlich noch einen extra Hydrauliktank für Anbauten, bla bla. Na, kennt ihr ja, ne? So. Hier können wir viele machen. Ich finde den echt, wie gesagt, optisch nicht schlecht. Wir haben hier Motorenvarianten, zwei Stück. Einmal 625 PS und immer 800 PS, was ordentlich ist. Dann haben wir Reifenvarianten, Standard. Standard 2. Dann hast du hier, ist so ein bisschen grobstolligeres Profil, dann hast du hier Straßenprofil. Und dann hast vorne breitere Felgen. Ne, sind immer 3,15, wenn ich das sehen kann, richtig sehen kann. Und immer 3,85, genau. Da stimmen ja die Reifengrößen, ist ja der Hammer. Ja, ne? Schöne Teil. Das waren die drei Reifenvarianten. Wie gesagt, dann ändern sich vorne noch die Felgen. Wenn man die Breiten vorne genommen. Backattacher. So, das ist eine normale Zugmaschine. Jetzt könnt ihr hier hinten auch mit PTO, also, ne, ihr habt hier Zugmaul, ihr habt eine Kugel, ihr habt Kardanwellen, Zapfwellenabgang, ihr habt hier Hydraulikanschlüsse. Eigentlich ist das Ding jetzt ein richtiger Traktor. Ne, da kannst du alles ranbaumeln. Mega cool. Und Design, was ändert sich denn hier? Warte mal. Ah, ja.
Lampenbügel mit Rundumleuchten. Bullenfänger vorne. Aber hier finde ich schade. Vorne der Doppelzugmaul. Das bleibt bestehen, wenn man den Bullenfänger montiert. Ha, muss man drüber hinwegsehen, dann passt das. Ne, aber der Rest, wenn man den in voller Montur nimmt, nicht schlecht. Warnstreifen, ja, wer mag. Ja, vielleicht will der ein oder andere über ein Lohnunternehmen oder so mit einem Tieflader seine dicken, fetten Geräte von A nach B fahren. Dann ist das vielleicht ja nicht so verkehrt. Aber ich muss sagen, ich finde es ohne Streifen schöner. Überlängeschild. Ne, Oversize Load, genau. Wenn, was weiß ich hier, in Amerika, in Australien und so, hatte ich gerade schon gesagt, große Geräte, langer Tieflader, ne? Das kann ruhig jeder wissen, damit die Karre lang ist. So, Gardinen, ne? Soll ja gemütlich sein in drin. Immer mit und immer ohne. Ich finde mit schöner. Also, ohne Quatsch, der hat sehr, sehr viel. Wo ich mir so denke, ja, braucht er nicht, hat er aber. Und Fahrer-Items können wir noch hinpacken, ne? Damit er sich da ein bisschen heimisch fühlt. Ein Laptop auf dem Beifahrersitz, Warnweste über einen Beifahrersitz, Bauhelm, Handy und eine Trinkdose auf dem Tisch. Können wir uns in der Innenansicht auch noch anschauen. Ist eigentlich sehr schick gemacht. Hauptfarbe? Haben wir eine etwas andere Farbpalette. Wir können immer New Holland, je nachdem, also hier sind die großen Fahrzeughersteller vertreten, ne, farbentechnisch. Dann haben wir hier als schwarz matt, schwarz und schwarz metallic. Gut, wobei das matte, ja, ne, hast einen leichten Glanzfaktor drauf hier. Silber finde ich auch geil, ist auch so seidenmatt. Was haben wir noch? John Deere grün, dann haben wir John Deere gelb, dann haben wir Fendt grün, wobei hier sind die Unterschiede minimal, oder? Klassisches Fendt grün. New Holland haben wir hier, Fendt Aura. Na, Chromfarben sind immer so sehr, sehr, sehr kritisch, meiner Meinung nach. Oh Gott, ich höre da nicht auf. Na. Ja, kannst in Deutschland nicht so mitfahren, ne? Wird schwierig. Aber hier so eine Unilackfarben oder... Oh, jajaj. Also, man kann ihn schon gestalten. Das ist okay. So, wir lassen ihn mal in Silber. Designfarbe. Da kannst du die Sonnenblende und den Kühlergrill noch einfärben. Soweit hier so grün, metallic, schwierig. Ja, wer mag, bitte ran, immer gerne. Aber sonst so hier schwarz, matt, das ist okay. Na? So, Felgenfarbe haben wir hier schwarz, schwarz, metallic und Chrom. Wir nehmen die Chromfelgen. Und das war's, dann sind wir durch. Also ich finde, der kann sehr, sehr viel schöne Sachen. Kostet aber auch schöne Geld. Also 206.000 ist schon ein ordentlicher Haufen Kohle für einen LKW. Aber der hatte 800 PS. Ist ein dicker, fetter Schwerlasttransporter. Und den schauen wir uns mal an. So, da steht der Kollege. Von der Textur, ja, kannst du eigentlich nicht meckern. Ne? Polygom-technisch hier sieht man fast keine Kanten. Bei den Rundungen ist sehr, sehr schön. Muss ich wirklich sagen, eigentlich schon viel, viel schlechtere Sachen gesehen. Mehr sagen wir nicht. Also der ist nicht hässlich, der Pickup, aber er hier hat das schönere Außenkleid, sagen wir mal so. Also hier kannst du fast nicht meckern. Ne? Selbst der Kunststoff ist als Kunststoff zu erkennen. Die Textur ist echt Wahnsinn. Ich habe mir den vorher nicht angeguckt, Leute. Ne? So. Also, wow, hier ist echt viel Zeug zu sehen. Ne? So sehr, sehr detailreich. Bin sehr positiv begeistert von dem Ding. Wie gesagt, das hier vorne, ne? Das ist so das Einzige, wo ich mir so denke, ja nun, aber der Rest ist voll passend und okay. Du musst ja den Frontbügel da nicht ranbauen, ne? Jedoch ohne. Der sieht sehr, sehr gut aus. Also wer ein bisschen Ahnung von den Dingern hat, wie die aufgebaut sind, das stimmt schon. Passt schon. So, wir schauen mal in die Innenansicht rein. Hier habe ich ja gesagt, hier ist haufenweise was zu sehen. Wir haben hier, das sieht aus wie so ein Modell aus dem ETS, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Tasse, Zigaretten, Aschenbecher, Laptop, Warnweste, das ist das, was wir von draußen sehen konnten, Bauhelm, Handy und ja, eine Trinkdose. Ja. Generell, der ist im Innenraum sehr schön gemacht.
Sehr, sehr schön. Spiegel sind da. Funktionieren so ja. Okay. So, Klang von außen. Warte mal. Ich mach nochmal aus. Ich mach nochmal an. Das ist ein Standard-LKW-Sound, ne? Ein Standard-Hupe haben wir auch. So, jetzt haben wir wieder richtig den Sound. Na, wir haben Abblendlicht. Wir haben Scheinwerfer. Der nimmt innen drinne blaues Licht an. Das ist ja geil. So, dann haben wir den Zusatzscheinwerfer noch. Und umleuchten. Oh, der Mercedes-Stern leuchtet auch. Das ist ja cool. Arbeitsscheinwerfer hinten leuchten. Blinker haben wir. Rückfahrscheinwerfer. Bremse. Rückfahrwarn. Piepton leider. Naja. Na, Blinker in den Spiegel. An der Seite vorne. So, kann der Kollege was? Zeig mal her. Auf jeden Fall fährt er schon mal 93. Das ist sehr, sehr schön. Der fährt echt gut. Guck mal, Kabine ist schön gefedert. Coole Dinge, gefällt mir. Was ist denn das hier? Ah, wir können die Sattelplatte verschieben. Schau. Schön weit nach vorne. Je nachdem, was für ein Trailer. Könnte schwierig werden mit der Stützbeine, aber. Okay, gut, das wart, ne? Sattelplatte ist verschiebbar. Aber an sich ist jetzt kein hässliches Fahrzeug. Also, das könnte mir auch gefallen. Sei ganz ehrlich. So. Hier ist halt wieder das leidige Thema. Ich habe den vom modhub.us ebenfalls, genauso wie die Ballenwagen. Deswegen leider nicht für Konsole, nur für PC. Ja, vielleicht kommt er noch, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wo ich ihn runterladen habe, war er noch nicht da. Wie er heißt, wo ihr den findet, Videobeschreibung. Na? Okay, dann würde ich mir nochmal was mit euch anschauen, wo ich mir bei denke, der könnte den Zeitrahmen leicht sprengen. Aber, komm, ich hab das jetzt frisch mit runter, hatte das mit auf der Liste. Und schaut mal hier, die Dinger sind ja der absolute Oberknaller, riesengroß. Und da kannst du so viel machen. Also du kannst da nicht nur viele Räder ranbauen, weil, also du kannst auch noch sehr, sehr viele andere Sachen machen. Superior and Dump Trailer mit 28 Fuß, 34 Fuß, 40 und 48 Fuß. Dementsprechend ist der Preis auch nach oben halt höher gestaffelt, ne? Und Füllvolumen technisch geht ordentlich was. Guck mal hier, von 51.000 bis auf 500.000. Ne? Dementsprechend hast du halt immer eine unrealistische Ladefüllvolumen Konfigurieren-Möglichkeit dabei. Komm, wir gucken mal bei den Kleineren. Also wir haben hier wieder so viele Sachen zu machen, das ist der Hammer. Ich kann ja nicht auf alle eingehen. Das tut mir echt leid, weil das ist so viel. Das wäre bald ein eigenes Video wert gewesen. Wir schauen uns die trotzdem an. Und zwar haben wir hier Abdeckung, Standard, dann haben wir hier eine Plane. Dann können wir einen Aufbau draufbauen und schon haben wir Massenerweiterung. Da gehen wir dann von 51 auf 58.000. Dann können wir noch Silage und Hackfruchtaufsätze drauf machen. Ist dann so ein Gitternetz, ne? Keine geschlossenen Wände. Aber so wie es aussieht, ist das hier mit Glas, Plexiglas oder was? Weil die hat so einen leichten Reflexionsschimmer. Ist auch real. So, dann haben wir hier noch Massenerweiterung unrealistisch. Und dann haben wir unsere 500.000 Liter. Auch bei so einem kleinen Trailer. Ja, könnte ich mir bei der Maishäcksel-Aktion eigentlich sehr gut vorstellen, wenn man denn da vernünftig mit einem Häcksler reinwerfen kann. Na, Dolly hinter Abfahrt. Mega cool. So, wir gucken uns den aber mal im Standard an. Reifenhersteller haben wir Lizard. Dann haben wir, oh, Lizard Single Lift Axle. Dann haben wir Continental mit Liftachse, ne? Und dann können wir hier an den Achsen rumkonfigurieren. Und das ist nur der kleine Trailer. Die großen da jetzt richtig los. Na, dann können wir hier noch die Seitenwände ändern. Wir haben hier gerillt. Dann haben wir hier Rüschen. Dann haben wir hier externer Beitrag. Also das sieht bald aus wie so ein Überseecontainer, ne? Und ja. Na, da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Das sieht bald aus wie so eine Alu-Großraummulde. Finde ich eigentlich auch nicht hässlich. So. Vorderwand. Wir haben hier eine Leiter. Ne? Standard. Dann haben wir hier eine Tür. Optional. Und dann haben wir hier noch eine Tür zum Durchgucken. Also die ist schon ganz schön milchglasmäßig. Wenn eine Plexiglas ist oder so, hat da schon ganz schön Getreide dran rumgerieben. Auf jeden Fall kann man hier eine schöne Sichttür einbauen. Ja, oder machst du wieder die Leiter ran. So, wir haben
Lampenkonfiguriermöglichkeiten. Derart viele. Du kannst erstmal unten jetzt eine Reihe vollhauen und dann kannst du oben die ganze Geschichte nochmal machen. Kannst dir einen schönen Coca-Cola-Weihnachtstrakt bauen. Theoretisch. Na? So. Rücklichter. Kannst du dich genauso austoben? Haufenweise. Ist echt der Hammer. So, wir lassen einfach mal so. Ich könnte mich da nicht entscheiden auf die Schnelle. Reflektoren, ja, nein. Das sind hier diese weiß-roten Reflektorstreifen. Wir lassen die einfach mal dran. Ich muss gerade sagen, ich finde den Trailer von der Detaildichte echt gar nicht so schlecht. Gucken wir uns aber gleich draußen nochmal an. Mudflap-Decals. So, wir können hier wahrscheinlich... Oh, wow. Man kann hier die... Ach du Schande. Wir nehmen einfach mal Lizard. So. Gummiklappen, Aluminium. Aluminium 2. Ach du Schande. Echt jetzt? Mit Lampen? Boah, müssen wir uns so angucken. Ist wahrscheinlich... Ich finde es jetzt optisch nicht so schön, aber da schauen wir uns das mal genauer an, wenn wir draußen sind. Anhängerkupplung. Standard. Oder hinten halt, ne? Zum Erweitern für den Roadtrain. Wir nehmen mal mit. Trinkgeldoption. Standard. Okay. Haben wir hier einen Kornschieber? Schnelles Trinkgeld. Ich habe da Fragen. Standard, dann geht die Klappe wahrscheinlich. Aber was ich mir gerade denken kann, ich habe es noch nicht ausprobiert. Langsam auf. Kornschieber ist klar. Schnelles Trinkgeld, da wird sie auffliegen, oder? Wir probieren das einfach. Wir nehmen das mal. Hauptfarbe. Eine schön große Farbpalette. Na, kannst du in grün machen. Wow. Ist echt viel. Und das sieht auch wirklich... Oha. Ist sehr viel... Ist alles so Metallic-Farben, ne? Ist jetzt nicht so cool. Dann nehmen wir lieber Aluminium. So, original, dann passt das wenigstens. Designfarbe. Was ändert sich denn hier? Ah, wahrscheinlich um die Abdeckung, wa? Jetzt haben wir gelb ausgewählt. Warte mal, wir schauen mal. Genau, alles klar. Nö, komm, dann machen wir mit Abdeckung. Die können wir aufmachen denn. So. Und wie gesagt, das wiederholt sich halt bei den anderen Trailern auch. Ne? Wir nehmen mal den Kleinen hier als Anschauungsmodell. Der Rahmen. Haben wir hier helles Grau, Medium Grau, dunkles Grau und Schwarz. Wobei das auch mal Anthrazit, oder? Ja, komm, wir machen den mal schwarz. Stützfüße. Können wir einen Stahl machen? Können wir einen schwarz? Ich lasse ihn mal in schwarz. Und Felgenfarbe. Ach du Schande. Edelstahl, Zink, Chromfelgen. Komm, wir nehmen mal in Chrom. Und das war's. Der ist aber teuer, ne? 51.000 Liter durchkonfiguriert mit einem ganzen Karton voll Lampen dran und dies, das, bist du bei 105.000 Euro. Das ist schon eine Nummer. So, und das hast du halt bei dem. Komm, wir gucken uns bei den Großen hier an. Das ist schon, ne, ein anderes Brett. Abdeckung konfigurieren, da fängst du hier standardmäßig bei 87.000 Liter an, was voll okay ist. Ist mega gut. Ist echt nicht wenig, ist viel. Aufbautechnisch 98 und dann halt 500.000 Liter, ne? So, Reifenhersteller haben wir hier das gleiche. Wir bleiben mal bei Lizard. Und dann kannst du hier halt achsentechnisch richtig eskalieren. Ne, hast halt immer eine Lüftachse da drinne. Macht halt auch Sinn beim Umdrehen. Und das ist schon, ne, wie das Fahrwerk der Antonov. Schon ordentlich viele Räder. Ja, und der Rest ist ja klar. Ne? Komm, wir nehmen den einfach mal so. Wenn wir hier auf Kombination gehen, dann haben wir in dem Mod-Paket noch einen Dolly. Da ist er. Ja, Semi-Trailer Dolly, der ist damit bei. Reifenhersteller haben wir Trelleborg, Continental und Lizard. Wir nehmen einfach mal Lizard. Und dann können wir hier Einzelachse, Doppelachse nehmen. Und dann können wir hier noch Sticker drauf machen. Dann können wir die... Warte mal, war der jetzt damit bei? Ja, Lizard Superior and Dump Trailer Pack. Da ist der mit drin. Genau, ich wollte gerade sagen, hä? Ist der Dolly vielleicht doch nicht mit dabei? Doch, der ist mit dabei.
So. Dann können wir hier, ob wir nur Kotflügel nehmen oder ob wir nur Spritzlappen nehmen. Wir machen mal so eine Kombi aus beiden. Rücklichter können wir hier anbauen. Dann können wir hier vorne die Zuggabel ändern. Ob wir, ne, eine Deichsel nehmen oder Straight Drawbar. Ne, ein Zugbalken quasi. Wir nehmen mal eine Deichsel. Dolly-Lichter können wir hier vorne auf der Ecke. Habt ihr gesehen? So, Hauptfarbe. Kannst du den Rahmen durchkonfigurieren? Wahrscheinlich, genau. Wir lassen den aber mal im Dunkel. Designfarbe, Kotflügel, das dachte ich mir, genau. Und Fellingfarbe machen wir mal in Chrom. So, der kostet aber auch 12.750. Und den Rest sparen wir. Also, das ist alles in ein Paket. Ne? Hier kannst du dir Roadtrains bauen, eben um die ganze Map rum. Mega geil. Vor allem sehr, sehr viel Füllvolumen. Oh. Oh, ist aber ganz schön shiny. Guck mal. Holla, die Waldfee. Das sind aber viele Räder. Na? Oh, wenn es angeleuchtet wird, die Reflexionsstreifen, die reflektieren so ja richtig. Das ist nicht nur aufgeklebter Deko-Sticker, sondern. Seht ihr das? Hat richtig Funktion. Ich bin da total begeistert. Und jetzt mal ohne Quatsch. Also, wow. Ist echt nicht schlecht. Das meinte ich hier, ne? Die Verschlussbolzen und Haken und alles. Also, schon okay. Mit den Lämpchen und so. Ist aber ein sehr, sehr hoher Chromanteil in dem Aluminium, ne? Guck mal, ist so doll verchromt, man kann sich noch nicht mal selber spiegeln. Du siehst gar nichts. Der ganze Hof ist weg. Nur das Feld dahinter kann man sehen, quasi. Aber du hast ja auch oft, ne, wenn du irgendwie einen Tanker oder so hast und du fährst auf einer amerikanischen Map, wo alles plattgebügelt ist. Und hier in der Spiegelung siehst du so ein paar Alpen und so. Naja, schon lustig. Was ich interessant finde hier, guck mal, mit der Abdeckung hast du hier so über einen Kardantrieb. Die ganze Hebelei dafür. Die Mechanik. Du kannst hier hingucken wie so ein Zirkuszelt, ne? Guck mal, die Tür ist echt offen, kannst du durchschauen. Ist mega geil. Die Warnschilder. Ach Gott. Guck mal, die kannst du alle lesen hier. Ist ja der Hammer. Und ich wollte mir das erst nicht angucken. Und Gott sei Dank haben wir doch gemacht. Also ich bin von diesem kleinen Trailer hier total verzaubert. Komm, wir haben gerade einen LKW da. Wir hängen den da mal ran. Jetzt zischt auch die Luft. Sag mal, ist das jetzt neu im LS? Erstmal ohne Quatsch. Ist mir nie aufgefallen, ist das jetzt neu im LS mit irgendeinem Update gekommen oder ist durch Zufall auch in der Mod mit drin? So, warte mal, wir machen mal Licht an. Wow. Das Ding leuchtet ja wie ein Weihnachtsbaum, ist ja der Hammer. Aber guck mal, die Abdeckung lädt nicht mit einem Ruck auf, sondern der fährt echt. Oh, der kurbelt richtig geil, guck mal. Zimmer, wow. Ja, der eine oder andere von euch kennt das wahrscheinlich schon, weil. Ist ja schon ein bisschen was im Giants Mod Hub. Ganz genau, im Giants Mod Hub sind diese Trailer für alle Plattformen. Und ich denke, da wird jeder was finden, oder? Du kannst halt einen Roadtrain bauen. Ich möchte aber mal dieses schnelle Trinkgeld, diese Funktion der Heckklappe, kurz mal ausprobieren. Wir hauen hier mal was in den Trailer hinten rein. Und ich muss sagen, der läuft auch sehr, sehr gut hinterm LKW hinterher gerade. So. Der Hofsilo ist voll. Ja, von der Höhe passt es auch. So, jetzt haben wir hier 51.000 Liter drin. Das ist auch knackevoll, das Ding. Also Füllplan ist auf jeden Fall schon mal mega. Wenn wir jetzt ausladen, wie gesagt, da stand schnelle Trinkgeld. Kann man hier noch irgendwas konfigurieren? Oder umstellen? Oder verändern? Oder Liftachse absenken? Das klingt doch schon mal schön. Warte mal. Zischt so ja. Na? Cool, kannst du wieder hochfahren. Abdeckung schließen. Dann holt er die Kurbel raus. Hier. Da bewegt sich der komplette Kardan und das Verdeck geht zu. Bin total begeistert. Die Tür fällt mir. Abkippseite hinten. Zurück 50. Was?
Das ist halt mit dem Trinkgeld, ne? Können die Sattelplatte verschieben? Na, zu dich darfst du ja nicht ran, dann hast du nämlich die Stützbeine am LKW dran. So, wir machen mal die 50%. Und dann kippen wir mal ab. Dann nehmen hinten die Bügel auf. Oh, dann kippt er schnell ab. Okay. So, wenn wir hinten machen, dann machen wir nochmal voll das Ding. So. Dann schauen wir mal. Dann wird er wahrscheinlich den Hydraulikzylinder schön rausfahren. Ne? Dann wird er langsam hochkippen. Oh ja, geht fast genauso schnell leer. Okay, Leute. Dieses komplette riesengroße Trailer-Pack gibt es im Giants Mod Hub für alle Plattformen. Das ist der Hammer. Das ist mega geil. Komm, wollen wir nochmal einen Road Trail zusammenbauen? Komm, wir machen das mal. Wir fahren mal schnell zurück. Dann hängen wir uns mal den Dolly hinten ran, weil der hat ja hier eine Kupplung hinten dran, genau. Ich finde die Trailer gerade wunderschön. Also in Verbindung mit der Zugmaschine hier ist das richtig so ein... Naja, wie so ein kleines Leckerli, so ein Technik-Highlight-Super-UFO irgendwie. Also sieht ganz merkwürdig aus, ein haufenweise Shishi, da ist halt einfach bloß ein LKW. Da gibt es das Spiel original ganz, ganz andere Sachen. Und ich hoffe nur, wir kommen hier irgendwie unter, was schwierig aussieht anscheinend. Okay. Na, verdammt schade, das hätte ja fast geklappt. Das ist wie Drehschemel rückwärts fahren. Das sieht gut aus. Ah, ist so dolle lenkt schon, ne? So. Guck mal, schon hast du hier. Oh, die Stützbeine werden hochgekurbelt. Und schon hast du hier einen riesen Roadtrain. Dafür wäre der LKW bald passend, ne? Auf europäischen Straßen theoretisch undenkbar. Da kommen sie bald in die Gefängnis für mit so vielen Achsen auf der Straße. Aber ist cool, ist halt mal was anderes, ne? Und hier passt halt exorbitant viel. Das ist ja wie ein Spiegel, das Ding. Ist ja der Hammer. Ja, cool, gefällt mir. Wie gesagt, Giants Mod Hub. Wie das heißt, wo ihr das findet, steht alles in der Videobeschreibung von diesem Video. Und ich denke doch, da sind ein paar schöne Sachen für euch dabei diesmal, oder? Hat eine Weile gedauert. Aber ja, ne? Wenn es was gibt, dann schauen wir uns das genau an. Das war eine Empfehlung aus den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnihauen.